Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn und dem Beagle. Wir haben große Story-Abschnitte hinter uns und sind jetzt quasi in der Welt. Oh, da hinten müssen wir hin zum Überbrücken. Wir holen diese Quest aber ab. Ich war bei der Händlerin, die hat nichts anderes als der Hier ist Händler Dora, meine Schwester. in der Stadt. Also wo wir waren, bevor der Erprobung. Das interessiert mich ja nicht so. Da oben. Da ist die Quest. Da oben ist die Quest. Nein, da komme ich nicht hoch. Frechheit, dafür nehme ich Holz mit. So sieht's aus. Wenn ich ein Tier töten kann, töte ich auch ein Wildtier. Ist okay. Kann ich nicht. Na gut. Was ist hier passiert? Man kann immer schön sehen, wo man klettern kann, weil der Klettermaler hier war, der Klettermaler. Heisenberg war auch in dieser Welt. So. Ah, Kacke. Hallo, was machst du hier oben eigentlich? Und sitzt da so komisch. Brauchst du Hilfe? Du hast die Erprobung überlebt. Ja. Ja, ich brauche Hilfe. Vor 10 Jahren wurde mein Bruder verstoßen. Seine Strafe ist vorbei, doch er kam nicht zurück. Sein Lager war leer und voller Blut. Ja, nun, ne? Du sagtest, das Lager deines Bruders war voller Blut? Die Krieger wollten ihn suchen und fanden es so vor. Ich frage mich, was passiert sein könnte. Und Ist dann er sitzt ihr wirklich am tot? Stein und brüllt seinen Oder Namen? doch nur verwundet? Hat er Schmerzen? Braucht er Hilfe? Diese Ungewissheit ist unerträglich. So unerträglich, dass sie auf einem Stein sitzt und seinen Namen brüllt. Was machst du ganz alleine hier draußen? Ich hab's im Ich habe Moment mit meinem tätig eine Mikro, Kerbe in die Leute. Ich Wand knall da geritzt, einmal gegen. bis Brooms Strafe vorbei war. Aber auch nach 3 weiteren war er nicht zurück. Ich bat die Stammmütter, Krieger zu ihm zu schicken. Doch sie fanden nur ein Lager voller Blut. Also manchmal wiederholen Die sich Krieger die glauben, dass er tot ist, Monologe aber hier. ich muss die Wahrheit wissen. Darum wollte ich ihn suchen. Monologe? Ach, egal. Warum wurde dein Bruder verstoßen? Brom war immer ein bisschen anders. Ein bisschen wirr. Einer der Jäger war gemein und ließ ihn nie in Ruhe. Ich war nur eine Stunde weg. Der Jäger stellte ihm nach, doch diesmal schlug Brom mit einem Stein zurück und brach ihm den Schädel. Geister hätten es ihm befohlen, sagte er. Die Stimmen der Vergessenen. Es kostete ihn 10 Jahre. Hätte ich ihn nur nie allein gelassen. Ja, hättest du mal nicht. Was meinst du mit Vergessenen? Die Urmutter verdammt reulose Frevler und verbannt sie aus ihrem Gedächtnis. Diese verlorenen Geister sind die Vergessenen. Rom hat oft gesagt, sie sprechen zu ihm, befehlen ihm Dinge. Es war so schwer für ihn. Und ich konnte ihm nicht helfen. Das soll passieren. Dann gehen wir ihm helfen. Ich werde versuchen, deinen Bruder zu finden. Wirklich? Nee, habe ich nur so Dann lass gesagt. Mich mitkommen. Ich bin keine Last. Ich weiß, wie man unbemerkt bleibt. Ich bin allein schneller. Wenn es so sein muss, finde ihn einfach. Bitte. Die lässt sich heftig schnell von so einem Krammel. Ach, egal. Das ist eine komische Schwester, wenn ich ehrlich bin. Man am Stein sitzen und den Namen brüllen wird nicht helfen. I'm just saying. Inventar. Nee, gar nicht. Quest. Nebenquest. Stufe 4. Ist wo genau? Auf der anderen Seite des Bergs. Das Lagerfeuer. Da gehen wir doch mal hin. Okay, Leute. Der Fuß mal. Sag mal, Eloy! Ach, das ist schon wieder kein Baum, den man einpflücken kann. Ja gut, dann ist das wohl so. Jetzt wird's laut. Wieso denn? Was denn? Oh. Ah! Ja, ja. Ich kann das auch, du doofe Aua. Eloy, heil dich doch! Heil dich doch! Ah! Du bist ganz schön frech, Dude. Was ist denn das für ein eigenartiger Kampf gerade? Danke. Heilung suchen. Huch, noch mehr von denen. Ah! Die reagieren bestimmt auf Feuer. Warte mal. Ah! Ah!
Feuer interessiert ihn nur so semi, fällt mir gerade auf. Keine Munition mehr. Dann ändern wir das doch. Wo hänge ich denn jetzt, dass ich nicht anstein? Au, ich habe keine Heilung mehr. Aber sind wir schon so weit, dass das die Heilung einfach nichts bringt? Ist okay. Ich fetz dich so weg. Ich fetz dich so weg. Ist okay, so typische Horizon Zero Dawn. Ach nein, komm, das wollte ich gar nicht. Knöpfe drücken. So serious schwer. Nein, komm, ist okay. Ist das gerade so eigenartig? Ich hab keine Ahnung. Es fühlt sich so surreal an, mit dem zu kämpfen irgendwie gerade. Also, wogegen kämpfe ich gerade genau? Ich werde mir diesen Kampf in der Tat angucken auf Video und dann rausfinden, warum der so eigenartig war. Das dürfen wir alles nicht einsammeln, Schockwurzeln. Unser Inventar ist wieder schon wieder heftig voll. Okay. Ach, das macht man so mittlerweile. In diesem Teil macht man das so. Okay. Machen wir halt einfach mal. Für Rohstoffe, was brauchen wir denn? Oh, Leute. Outfitbeutel 5 plus Kappe erhöht die. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Keine Ahnung. Ich weiß nicht so ganz, warum er mir nicht. Fallen ist immer gut. Trankbeutel ist auch sehr gut. Okay, warum war das so seltsam? Ich mach das jetzt mal nicht. Weil ich will mir nicht alles aufbrauchen. Oh Mist, mir geht das Reinholz aus. Oh Leute, ich muss Holz sammeln. Holz! Gut, dass wir auf dem Weg sind. Denn hier gibt es ganz viel Holz, aber wenig Heilung. Kann ich nicht nochmal. Kann ich nicht Tränke herstellen? Oh. Nein, das wollte ich nicht. Das muss ich vermutlich auch im Inventar machen. Leute, es ist ähnlich wie Horizon Forbidden West, aber. Nee, kann ich nicht. Völlig anders. Das macht mich gerade fertig. Kleine Zierpflanze. Wollte ich aber gar nicht. Helfen. Stein. Das war der Stein, den ich weggeschmissen habe. Na gut. Mission not complete. Also mich jetzt mit irgendjemandem anlegen, ist schon mutig. Das war auch eine Schockwurzel. Ey Leute, ich will keine Schockwurzel. Ich will Heilung. Heilung. Interessiert die alles null. Mit denen will ich mich nicht anlegen, solange ich keine Heilung habe. Sag mal, was ist falsch mit dem Spiel? Kein Schockwurzel, Schockwurzel. Wen interessiert die scheiß Schockwurzel? Ist doch los, Eloy. Lass los. Verrate mir, wo ich Heilung finde. Hier regnet es ziemlich viel, Leute. War in Tokio Ghostwire Tokio auch ständig so? Immer geregnet in Tokio, immer. Wenn Tokio wirklich so oft Regen hat, tut es mir echt leid für die. Was? Was, 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 was? Ah, Maschinchens. Vögel. Na, so radikal wollte ich jetzt mit den Vögeln auch nicht sein. Gebe ich zu. Ne? Ja, dass der jetzt weg ist, verstehe ich. Na gut. Jägerkarriere ist nicht erfüllt. Na gut. Ich hätte schon können, dass da auch noch Tiere sind. Etwas Vorrat. Etwas Vorrat ist gut. Ich wollte mich eigentlich mit dem Anlegen direkt seine Mitte treffen, aber da hat der kleine Mann nichts mit am Hut. Na? Ui! Ui! Das war. Aber die Mitte. Guck mal, das war doch dein Auge. Na! Na!
das war. Das war's. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. So, wo bist du, Dude? Ich hab doch dich hier irgendwo umgebracht. Wie, jetzt haben sie mir den weggenommen, oder wie? Oh, was ist, gibt's denn da? Nee, der liegt hier. Blut, doch keine Leiche. Dahinter muss noch mehr stecken. Aha. Untersuchen. Okay. Einige Blutstropfen scheinen vom Lager wegzuführen. Untersuche das Gebiet mit deinem Fokus. Aber mache ich doch. Aber ich habe doch eindeutig... Ach so, die geht einfach in die andere Richtung. Das ist jetzt schlecht. Ich wollte eigentlich das Lagerfeuer noch haben. Naja. Und Heilung. Das macht mich gerade ganz krank, dass ich hier keine Heilung habe. Wem gehört dieses Messer? Weiß ich nicht, Aloy. Weiß ich nicht. Untersuche das Messer. Zack. Ach so. Nee, darf ich schon richtig viel Mensch untersuchen? Okay. Oder? Darf ich jetzt... Aloy, darf ich jetzt oder nicht? Aloy. Nein! Achso, ach Gott. Hat jemand Brom damit angegriffen? Naja, aber du sitzt in dem Ast. Scheint noch mehr Blut zu sein. Und es führt von hier weg. Es führt von hier weg. Dann machen wir das. Wir folgen dieser Blutspur eisern bis zum Schluss. Stell dafür, ihr hättet sowas. Wäre cool, oder? So ein Fokus? Ich möchte einen Fokus. Mein Leben wäre auf einmal ziemlich cool und entspannt. Ja, ein Eimer. Hat jemand das Blut ins Lager gebracht? Vielleicht. Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Kanickel. Wo denn? Da oben. Blind getroffen. So sieht's aus, kleines Kaninchen. Wenn ich schon keine Heilung nehme, nehme ich mal Fleisch mit, denn von Fleisch... Aber ich habe doch hier eine Blutspur, Ach, die führt hier runter. Weg vom Kaninchen. In Alice im Wunderland funktioniert das aber anders. Da folgen wir dem Kaninchen und rennen nicht von dem Kaninchen weg. Wenn ich jetzt mitten in den Kampf gerate, habe ich leider, glaube ich, den Kürzeren gezogen. Warte, das Spiel sagt, don't care. Das hält sich. Das hält sich nicht. Boys. Keine Munition mehr. Das ist schlecht. Na? Na. Na. Manchmal ist das seltsam ungenau. Ja. Okay. Also bei denen habe ich das Gefühl, wie ich das Auge treffe, schon durchaus zwischenzeitlich raus. Aber in der Hektik dann auch schon wieder nicht mehr. Ich bin schon gespannt, wie wir uns dann mal gegen unsere ganz großen Maschinen wehren werden. Das wird interessant werden. Ich möchte mit euch ja auch Orte machen, bestimmte. Also jetzt nicht jeden Ort, jeden x-beliebigen Ort. Das wäre ja öde. Was? Ich höre ein Tier. Ach, das Tier. Einem Hopf, da ist es weg. Das nehme ich lieber mit. Das nimmt sie mit. Und da hinten. Schade, weg. Wir müssen Fallen neu machen. Wir wollen hier ja nicht auf einmal pfeillos sein, nur weil ich lustig... Oh, eine Händlerin. Nee, dieser Händler... Nee, was bist du? Hallo. Na, wie geht's dir so? Was hast du denn für mich? Das will ich immer noch nicht haben. Outfit. Immer noch die gleichen Outfits, ne? Ich trinke. Ist mir egal. Nicht. Ein. Was kann man denn verkaufen? Geschäft mit Händlern. Verkaufen mit. Ja, ja. Nee, nee. Ich suche was, was wirklich nur zum Verkauf gedacht ist. Funktioniert nicht. Habe ich zu wenig. Ja, so ist der harte Anfang halt. Da hat man auch mal zu wenig von allem. Diese Händlerin einfach keinen Ton gesagt hat, ja, dann handeln wir halt wortlos. Ist okay. Solange du mir deine Kohle gibst, ist mir alles scheißegal. Ja, ja, ich weiß. Da hinten ist die Spur. Das ist verrückt.
verrückt. Falls Brom das war, warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Wozu all das? Wozu? Spuren markieren. Und weiter. Wir sind voll weit weg von dem Lagerfeuer, wo ich hin will. Bein ist voll. Ist gut. Was haben diese Plünderer denn da? Nein! Okay, erledige die Plünderer. Ich glaube, die hatte ich noch nicht. Neue Maschine, Plünderer. Oh, nein! Entschuldigung! Es tut mir leid. Keine Ahnung, ob die Falle überhaupt irgendwas bringt, aber ich... Oh Gott, der sieht mich. Was ist denn deren Spur? Da ist was Gigantisches. Auch ein Plünderer. Okay. Ups. Ob das so... Ich weiß nicht. Okay, das hat in der Tat funktioniert. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das funktionieren könnte. Ist es jetzt noch einer oder zwei? Wenn ich mich von hinten anschleiche. Die Heilung dort vorne noch mitnehme. Dieses Hölzchen hier vor allen Dingen auch noch mitnehme. Das werde ich probieren. Das probiere ich jetzt mal. Ich schleiche mich von hinten an dich ran. Das ist ja so ein Hügel. Mach zack! Yes! War wohl mal ein Wächter. Dem auch immer ich folge. Er hat ihn erledigt. Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Da durchsucht er mal. Jetzt geh aus der Hocke raus. Spur markieren. Was ist denn das für eine wilde Reise, die wir machen hier? Wir sind ja völlig am Arsch der Welt gelandet. Wir brauchen noch mehr Maschinchen. Hi. Ja. Wo ist dein Auge? Hm, da wurde wohl jemand überrascht. Nein, so überrascht war der gar nicht. Holz. Ich höre doch noch einen. Eloy, nimm ihn. Wir brauchen die Scherben. Sie ist doch ganz genau. Zack. Leute. Oder geht's ja wohl nicht. Das hat nicht so gut geklappt. Nein. Also dann mache ich einen guten Auftritt und erledige zwei hintereinander. Ziemlich cool. Und dann kommt ein dritter an und macht mir die Tour kaputt. Na. Ja, ist okay. Geht auch so. Warum cool sein, wenn man das auch direkt mit Prügel und so regeln kann, ne? Hier hinten war einer. Ah, sie überlebte dies. Ding, 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 ding. So fühle ich mich gerade mit Eloy. Unterwegs mit. Weil ich so knapp an Heilung bin. Also wie gesagt, Leute, ich fürchte... Ich befürchte, 20-Minuten-Parts sind bei Horizon Zero Dawn ziemlich ambitioniert. Jemand hat diese Vorräte geplündert. Das ist schlecht, ne? Nicht? Ich dachte, ich soll das analysieren oder so. Nee, muss ich es untersuchen. Ah. Rom war sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt komm, Nahrung Leute, ich und Ausrüstung stehen? Ich bin schon wieder gekommen. Vielleicht wird das neben den Lachkrämpfen ja mein Running Gag. Ständig gegen das Mikro einmal zu kommen. Like, Bro. Folge den Spuren. Welchen Spuren? Diesen Spuren? Nee, welchen Spuren? Eloy. Spuren. Aha. Oh nein. Jetzt habe ich meine wertvolle Heilung. Wo sind wir hier überhaupt, Leute? Da waren wir schon. Sonst ist hier auch keine Quest drumherum. Oh, aber Sachen zu... Das sind die Vorräte aus dem Lager. Ist mir egal, nehme ich. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Weiß ich nicht, ist mir egal. Ich hab sie aber. Ein geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Hä? Dieses Kaninchen hat mich gesehen und ist direkt weggerannt. Ist okay. Wenn es so offensichtlich ist, kann ich es auch am Leben lassen. Ja, das ist okay.
Wie schön. Ich bring mich um. Nein. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Du dir hört da oben doch keiner. Zack, zack. Gefunden. Da. Ich schwör's. Ich bring mich um. Ich bring mich um, bevor ich ihr wehtue. Du bist kein Geist. Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein. Und wenn, dann spring schneller. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Ich weiß, es ist hart, aber ich kann helfen. Ja, komm. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Ist sie das? Eine sanfte Stimme. Wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Also wenn ihr noch einen Grund braucht, warum ausgestoßen sein, einfach barbarisch ist. Ne? Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Die Frage ist berechtigt. Reicht mir Gesellschaft. Helfen mir. Außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom! Du lebst! Urmutter sei Dank! Ich weiß nicht, ob das mit der Schwester die geilste Aktion ist. Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein! Bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Leute, ich weiß nicht, bist du sicher oder kannst du ihm helfen? Das ist eine gute Frage. Na komm, kannst du ihm helfen? Das ist immer ein bisschen positiver als, bist du sicher, dass du dazu fähig bist? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen? Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun. Aber die Vergessenen, ihre Stimmen. Mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Leute, ich sorge doch nicht dafür, dass ihr den ausstößt oder so. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen, solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Mögest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen. Das ging äußerst gut. Na gut, Leute, wir haben eine Nebenquest, diese Dings, gemacht und haben festgestellt, dass Heilung echt knapp ist. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Die Schatten werden. Zack, Schatz. Oh, Leute! Aber Heiltränke haben wir jetzt. Mal länger. Oh, cool. Okay, jetzt sind wir wieder genau da gelandet. Das von mir aus. Dann machen wir den Weg mal weg. Und gehen zur Hauptquest. Die ist auch aktiv. Ach, was mache ich denn schon wieder für einen Quatsch hier? Ich wollte aber mal gucken. Wir haben hier ein ganzes Gebiet für uns, ne? Ich würde ja heftig... Da kommen wir alle... Da kommen wir... Guck mal, guckt euch an, wie groß der Scheiß... Wobei... Wenn man Horizon Forbidden West gespielt hat, ne? Dann ist der Scheiß relativ klein. Aber gut, nächstes Mal gehen wir zur Hauptquest. Genug hier rumgedödelt, sag ich mal. Altes Waffen, da findet dann Verwendung für die Energiezellen. Das machen wir noch nicht.
Ah, da hinten ist eine Quest, oder? Nein, doch nicht. Okay, nein, das war das Aufgabezeichen vom Inventar. Ja, nächste Mal zur Hauptquest. Teste die Überbrückung. Machen wir. Und dann wollen wir mal gucken, wo Wahl finden. Ein paar Lagerfeuer habe ich auch schon gefunden. Finde ich gut. Und mal sehen, wie lange das die ewige Qual der Heilung anhält. Schaltet nächste Mal gerne, oder beziehungsweise verratet nochmal das mit der Ausstoßung. Ich finde es schlimm. So geht man mit Menschen nicht um. Dieses Nora-Volk ist sehr rückständig und sehr hart. Auch in seinen Urteilen mit Ausstoßung, Abgrenzung, Rassismus. Bin ich heftig. Kann mir aber leider vorstellen, dass Menschen sich so entwickeln, wenn die so ungefiltert alleine und ohne alles groß werden. Die sind ja noch längst nicht so weit, dass man sagen kann, die sind eine Moderne angekommen oder so. Na gut, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und habt noch einen schönen Tag. Haut rein!